So. Wir haben hier neue. Jetzt habe ich mich zurückgekämpft und Level 2 haben wir auch schon. Was? Oh, einige Freunde von Owen waren hier. Und wir sollen sie vermeiden. Das klingt nach einem Rezept für Selbstmord. Oh. Wo ist denn der eine Knirchen? Da ist wurde zum Schloss gerufen von Baron Vairun. Dai und Diane haben mit mir gelebt, seit sie ihre Eltern verloren haben. Ach, es tut mir so weh, Diane, zu sehen, wie Diane sich so viel Sorgen um ihren Bruder macht. Okay, okay. Man sieht, ab und zu gibt es kleine Fortschritte, während man im Labyrinth war und sich verkloppen ließ. Oh, gut, du willst übernachten? Aha, das sind 10 Goldstücke. Good night. Gut. Erholen wir uns mal und morgen geht's ins Labyrinth. Okay, frisch ausgeholt ist Owen bereit, sich wieder durch das Labyrinth zu schlingeln. Unsere Aufgabe? Rauszufinden, ob die Prinzessin hier ist oder nicht. Ah ja. Da das der dritte von 3 möglichen Orten ist, den man besuchen kann, kann man ja schon mal eine gewisse Ratesspielrunde anstellen. Na, wird die Prinzessin nicht hier drin sein, sondern woanders? Ja, wahrscheinlich nicht. Also suchen wir mal lieber nach dem Hinweis, dass sie hier ist, weil das erwartet das Spiel von uns. Dann dringen wir mal jetzt weiter nach Westen vor. Autsch. Und hier können wir nach Norden gehen. Okay, und hier geht es eine weitere. Kann ich entweder nach Westen... Ah ja, das hier sieht zumindest anders aus. Das finde ich leicht wieder. Westen gehen oder weiter nach Norden? Na, gehen wir mal weiter nach Norden. Oh, und schon werden wir wieder angegriffen hier. So, ihr Knirche, jetzt bin ich Level 2, das heißt, ich bin doppelt so gut. Ha! Oh, sonderlich viel Schaden habe ich noch nicht angerichtet. Ach, komm schon, vielleicht wird es mit Level 3 besser. Oh, ich habe mehr Schaden angerichtet. Okay. Na gut, das dauert wohl noch eine Weile hier, bis wir besser sind. Gut. Ein Schritt nach Norden. 2 Schritte nach Norden. Oh. Ah ja, genau. Selbst umdrehen zählt als eine Bewegung und kann plötzlich angegriffen werden. Pro-Tipp. Gut, stirb. Oh, kleiner Selbstmordschleim. Ha, erledigt. Wir haben wieder mal gewonnen. Ah ja, gut, wir haben nichts gefunden. Gut, jetzt geht's weiter. Noch ein Schritt nach Norden. Noch ein zweiter Schritt nach Norden. Und, oh, ihr schon wieder. Jetzt muss ich euch mal wieder klein hacken hier. So, sterbt. Was hier? Schwert in die Fresse und stirb. Autsch. Ja, wir brauchen wohl als nächstes irgendwann mal eine bessere Rüstung als die Baumwollklamotten, die wir haben, oder was das ist. Nicht viel. Gut, jetzt gehen wir. Nichts gefunden jetzt. Oh, oh, ein Schritt und hier verstecken sich noch 3. Na gut, mit denen können wir jetzt leichter fertig werden als vorher. Jetzt gibt es hier wieder mal einen spannenden Schwertkampf, den wir uns allerdings vorstellen müssen in unserem Kopf. Bei dem Owen hier zwischen den Schleimen hin und her springt mit seinem Kurzschwert links und rechts schlägt. Yeah! Ja, ich weiß. Ne, die sind so nutzlos, die Schleime, dass wir nicht mehr Erfahrungspunkte kriegen. Ja. Schade, hier ist einfach nichts. Sagen wir uns unser Status. Experience Points 20. Naja, kann man nur hoffen, dass er später aufgestuft werden. Jetzt muss ich den Weg wieder zurücklatschen. Also gut, wenn ich richtig gezeichnet habe, müsste ich in 6 Schritten wieder da zurück sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Glück gehabt. Gut, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht versehentlich in die falsche Richtung gehe. Genau. Ja, genau, genau. Hier sind wir wieder. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt nach Westen. 1 Schritte, 2 Schritte, 3 Schritte nach Westen. Oh, ich mach mal kurz eine Zeichenpause. Okay, jetzt geht's nicht mehr weiter nach Westen und auch nicht weiter nach Norden. Jetzt müssen wir nach Süden marschieren. Und zwar genau. So. Okay, jetzt. Noch 1 Schritt, noch 2 Schritte, noch 3 Schritte. Und einen Geheimgang haben wir hier nicht. Gut, notieren wir mal. Okay, dann müsste das hier nach Adam Zwerg Westen sein. Ne, Moment. Norden, Osten, genau. 1 Schritt nach Osten.
noch einer und wir sind wieder hier. Und hier können wir wieder nach Norden gehen. Und zwar genau ein, zwei Schritte und wieder eine Sackgasse. Irgendwas hier? Nein. Oh, na gut. Okay. Oh, wir haben den Feind mal überrascht. Na, das ist doch mal was. Wir haben ihn so überrascht, dass der Schleim sich gleich in Luft auflöst. Naja, langsam nehmen wir wieder Schaden. Jetzt sind wir wieder auf unseren Trefferpunktstand zurückgefallen von Level 1. Aber wir haben mal wieder gewonnen. So. Und nichts Interessantes hier. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, da habe ich nur eine kurze Pause gemacht, um was aufzuzeichnen. Und schon kommt wieder so ein Schleim hier. Sind Siegern die hier aus den Winden oder was? Wir sollten echt mal besser sauber machen. So. Ah, ja. Mal sehen, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich genau? Ja, Karte, wo bist du? Okay, Panik gelöst, ich weiß wieder, wo ich bin. Jetzt müssen wir hier weiter nach Westen, nämlich. Oh. Na ja, genau, eine Schleimpfütze und Schleim taucht an. Oh ja, das war jetzt eigentlich offensichtlich. Dann klatschen wir die hier mal tot mit der flachen Seite unseres Schwertes, denn mehr brauchen wir hier nicht einsetzen. Genau. Wieder ein paar Goldmünzen, die irgendwie in den Schleim geraten sind. Machen wir nochmal einen zweiten Schritt hier durch. Einen dritten, vierten, einen fünften und einen sechsten. Und dann rennen wir gegen die Wand. Wieder sechs Schritte nach Westen. Ah ja. Okay. Yep, von da sind wir gekommen. Mann, ich muss mal was gegen mein miserables Orientierungsvermögen tun. Jetzt gehen wir wieder nach Norden einen Schritt. Jetzt sind wir wieder... Oh, wo denn jetzt lang? Im Westen oder Norden? So, dann mal weiter nach Norden. Ein Schritt, zwei Schritte nach Norden, dann sind wir wieder an der Kreuzung und noch eine. Okay, wenn ich meine Karte richtig lese, können wir jetzt nach Westen oder nach Osten? Schauen wir mal, was im Osten ist. Das müsste kürzer sein. Ja, genau, da ist eine Sackgasse. Gucken wir mal, ob da irgendwas rumliegt, was wir mitnehmen können. Ein, zwei Schritte und da ist nichts. Steckt sie hier vielleicht was? Ich kenne eure Tricks nämlich. Und hier? Auch nichts. Das war ja nichts. Na toll, nur eine zwei Schritte Sackgasse hier. Dann können wir jetzt ja noch weiter nach Westen gehen. Igitt. Blau. Blauer Schleim. Und dann sieht auch noch grimmiger aus. Okay, das sieht ja nach der ersten Herausforderung für Owen aus. Wird er das überleben? Los, Dark Jelly Nummer 2 greifen. Autsch! Autsch! Autsch, nein, nein, Moment. Die sind ja viel zu stark. Oh, nee, das war unerwartet, ey. Wow, hier darf ich gar nicht lang, oder was? Schnell. Nein! Oh, nein. Au. Oh, Gott sei Dank habe ich meine Karte, also gut. Dann gehen wir mal einen Schritt zurück zur letzten Kreuzung und versuchen, da lang zu gehen. Autsch. Oh, eine Walküre bringt meine uns Überreste zum Schreien. Ja, okay, hier. Ah, ja, gut. Und der Shindro-Priester bringt meine Seele zurück. Ah, gut. Na, dann kämpfe mal weiter. Bitte sei vorsichtiger. Du bist unsere einzige Hoffnung gegen die Dunkelheit. Okay, wir sind aus dem Labyrinth geflogen. Haben wir noch irgendwas anderes verloren? Status. HP sind wir auf Maximum. Erfahrungspunkt haben wir nicht verloren. Jetzt habe ich leider nicht geguckt, ob wir etwas Gold verloren haben, aber ansonsten ist es erstaunlich milde, nur dass wir den ganzen Weg halt nochmal gehen müssen. Okay, gut. Okay, das war Pech. Versuchen wir es nochmal.